Ja Leute, was geht? Es geht weiter mit Let's Play Final Fantasy 16 mit den Pirates. Wir machen weiter mit der Quest Grenzgänger, wo wir uns nach Bukiat. Die Brücke sieht ziemlich alt aus. Hoffentlich bricht sie nicht zusammen. Die Ruine sollte zumindest halten. Ich finde, das sollte immer ganz gut. Der Weg geht auf der anderen Seite weiter. Naja. Jetzt haben wir ein paar Banditen angelegt, gegen die ich irgendwie ziemlich scheiße gekämpft habe. Ich meine, jetzt habe ich irgendwie schon mal besser bekommen. Letztes Mal der Kampf in. Bitte was? Bitte was? Oh. Oh. Wollte immer, immer gucken, was es wird, wenn es da ist. Geht wohl. Ich helfe dir. Sehr schön. Was sind das, also das sind die Dinger schon wieder, ne? Ich habe die eben gar nicht erkannt als Gegner. Ach, du Elend. Alter, das sind aber auch Feinde. Die erkennt man gar nicht als solches. Na gut. Auf jeden Fall sind wir jetzt da. Im Bukiat. Die letzte Sünde. Das ist also Zemeckis. Land der Götter. Es ist noch beeindruckender, als ich dachte. Als Kind hat mich diese Geschichte unglaublich fasziniert. Vor langer, langer Zeit wurden die Menschen von Gier übermannt und wollten den Göttern ihre Macht entreißen. Die letzte Schlacht trug sich hierzu, an diesen Wasserfällen. Zumindest der Legende nach. Wenn es je jemand schafft, diese Tiefen auszuloten, erfahren wir vielleicht, ob da was dran ist. Doch die Götter triumphierten über sie und straften der Menschen Überheblichkeit. Seitdem liegen auf uns zwei Flüche. Domini und Träger. Ehrlich gesagt, ich fand es immer seltsam, dass Domini und ihre Esper ein Fluch sein sollen. Bei uns erbte der Dominus den Thron. Er wurde verehrt und nicht etwa verachtet. An dieser Stelle der Geschichte habe ich damals immer gedacht, dass ich etwas falsch verstanden hätte. Du hattest viele Sagenbücher, oder? In deinem Zimmer. Als wir jung waren. Die alten Legenden fand ich immer am besten. Epische Schlachten zwischen Gott und Mensch. Vater ließ mich so viel lesen, wie ich wollte. Weil es gut für meine Bildung sei. Damals warst du ein Junge wie jeder andere. Sieh dir das an. Man könnte glauben, die Legenden wären wahr. Ich weiß. Es ist nicht mehr weit bis Boklad. Ab hier wird es sicher belebter. Also müssen wir vorsichtiger sein. Clive? Was hast du denn? Nichts. Es ist nichts. Ah, Joshua ist auch hier, oder? Schätz mal, ja. Schätz mal, ist da unten, wo Joshua war. Währenddessen. Das wird bestimmt jetzt Joshua sein. Sitz des kaiserlichen Hofes. Na, okay, das wird jetzt nicht Joshua sein. Audienz sein.
Der Bericht ist also wahr, Vater? Auf dem Thron sitzt jetzt Olivier? Aber ja. Ab nun wird Olivier die Bürde der Neugeburt des Reichs auf sich nehmen. Wie soll er das Reich anführen? Er ist bloß ein Kind. Natürlich berate ich ihn, bis er mündig ist. Vater, bitte! Ich bin nicht mehr der Jüngste. In unserem neuen Kaiserreich muss frisches Blut regieren. Und wer wäre dafür besser geeignet als mein Sohn? Da wäre noch etwas, Dion. Hugo Kupka ist tot und Drachenfang zerstört. Die Pfeiler der Republik sind gefallen. Nicht lange und das heilige Banner Sambrex weht über jeder Stadt in Sturm. Und dann, Valistea, alles soll bald unterworfen werden. Vater, das sind die Worte eines Tyrannen. Es sind die Worte einer Göttin. Unsere Herrin, die ich verkörpere. Große Quigos, Menschenform. Zurück zu deinen Truppen, Dion, und halte dich bereit. Zeigen wir der ganzen Welt die wahre Macht von Sandbreck. Vater. Ihr habt euch sehr verändert. Ist das wirklich ein Plan nach euren Wünschen? Oder sind es eingeflüsterte Gedanken? Von Ultima vielleicht? Was redest du da? Ich spreche für mich und nur für mich allein. Ich schulde aber Annabella Dank, deren Rat mir vieles deutlich gemacht hat. Bezüglich der Natur von Ländern, von Herrschern und auch von Göttern. Ihr vertraut den Worten dieser Verräterin? Sie brach ihre Treue zu Land und Ehemann! Deine Dienste waren für Sanbrek stets von unschätzbarem Wert, Prinz Dion. Sicherlich wirst du auch deinem neuen Kaiser treu ergeben sein. Das kann nicht! Zurück! Was fällt dir ein? Du wirst gefügig sein. Renitenz ist Sünde. Herr, vergebt mir. Beenden wir diesen Unsinn. Kommt, Eure Heiligkeit. Das Rowena-Syndikat erwartet euch. Oh, nicht noch ein Treffen mit uralten Opas. Wie langweilig. Ich habe Hunger, Vater. Können wir nicht lieber was essen? Schmerzt es dich, dass nicht du den Thron erben wirst? Glaubt doch, was ihr wollt. Sei dankbarer, Dion. Als Bastard von Bahamut erkoren zu werden, ist Wunder genug. Seine Flügel haben dich getragen, doch noch höher steigst du nicht. Dein Blut wird diesen Thron nicht beflecken. Was wisst ihr über mein Blut?
Die Bordlandmärkte liegen im Norden. Wir folgen einfach der Küste. Gut. So, machen wir. Finde ich auch. Hätte ich jetzt genauso gemacht. So, ja, dann. Nebenmission gibt es hier nicht. Sehr schön. Aber gut, kann ich noch ändern. Wohl, mal gucken. Nö. Noch nichts zumindest. Okay. Ach, wie nett. Es wird nicht leicht, ins Dominium zu kommen, so gut wie Sanbrek es bewacht. Ja. Jetzt, wo Selver die eigene Hauptstadt verloren hat, wird er seinen neuen Sitz in die Chasia mit aller Macht verteidigen wollen. Seine Truppen sind gut trainiert und kampferfahren. Aber auf ein Ende der Belagerung können wir schlecht warten. Genau. Hallo, na ja, wir überholen mal, ne? Gut, Hallöchen. Guten Tag, wir überholen, kein Problem. Noch mehr Flüchtende. Alle auf dem Weg zum Kristalldominium. Weil sie ein Leben ohne den Segen der Kristalle nicht kennen. Genau, das ist wohl der letzte Kristall, den wir jetzt kaputt machen werden. Ich bin mal gespannt, wie es dann wird. Wenn wir nur hier. Ich dachte eben schon die. Hier gibt's keine Kristalle. Wir müssen weiter. Hier sollen wir auf Götz warten, oder? Ach, du Elend. Richtig. Er wollte nachkommen, sobald er mit allem fertig ist. Eigentlich dürfte er schon da sein. Was macht die Menschheit dann, beste Leistung zum besten Preis. Wenn der letzte Kristall fällt? Oh mein Gott, ich glaube, das ist doch ganz schlimm. Nicht dein Zeug tragen. Ich bin willig. Ah, okay, wir haben Bock, das reicht. Die Märkte von Bocklat. Wunder aus Übersee. Kommt und schaut. Schaut und staunt. Mein Herr, wie wäre es mit einem... Wie viel? Für einen mickrigen Kantenbrot? Günstiger findest du es nicht mehr, heutzutage. Kannst dich gern davon überzeugen. Das Kristalldominium wird weiterhin ohne jegliche rechtliche Grundlage von Sanbrek besetzt gehalten. Für sämtliche Grenzübertritte nach Dichasia ist eine offizielle Genehmigung der dalmekischen Armee zwingend erforderlich. Wer Einlass begehrt, soll sich hier anstellen und alle nötigen Papiere zur Überprüfung bereithalten. Anscheinend wollen noch mehr Leute schnell weg von hier. Und alle werden kontrolliert. Aber es ist dringend. Das interessiert mich doch nicht. Wird schwierig werden ohne einen Pass. Lass uns nach Götz suchen. Gehen wir. Er müsste hier ja irgendwo sein. Okay. Wie wär's mit ein paar Pfirsichen? Sie sind süß wie Nektar. Ach, gut am Tisch. Ich werde den Großen nehmen. Na, Götz. Ach, Götz, da bist du ja. Clive, es tut mir so leid. Bitte erzähl Tante nichts. Ganz ruhig, Götz. Was ist denn überhaupt los? Mein Händlerpass. Er ist weg. Ohne können wir nicht mal mit der Karawane mit. Wir kommen ja nicht mal an den blöden Grenzposten vorbei. Wann hast du ihn denn das letzte Mal gesehen? Gerade eben war er noch in meiner Tasche und dann kam ein Junge angerannt und... Hey! Denkst du, der hat ihn vielleicht geklaut? Würde mich nicht wundern. So ein belebter Markt ist eine Einladung für Taschendiebe. Also müssen wir als erstes diesen Jungen finden. Wo sollen wir denn da anfangen? Ich weiß wo. Ich kenne hier in Bocklat eine, die uns helfen könnte. Sie weiß einfach über alles Bescheid, was hier so passiert. Wo finden wir sie? Ihr gehört die rote Karawane. Ist nicht weit. Auf dem Schild ist ein roter Chocobo. Keine Zeit zu verlieren. Geht ihr schon mal vor.
Ich guck lieber nach, ob mir nicht noch mehr von meinen Sachen fehlen. Mach das. Wir sehen uns dort. Gott, ach Leute, hast du deinen blöden Pass verloren. Aha. Dann halten wir Ausschau nach diesem roten Chocobo. Und nach diebischen Kindern. Neben dem Grenzposten. Subi. Einmal mit Profis arbeiten, ne? Einmal nur. Geh mir aus den Augen! Ich brauche Kenneth. Siehst du in Ruhe an? Warte mal, okay, habe ich alles. Leb wohl. Oh. Was ist denn hier? Notenrolle, weil. Verdammte rote Karawane. Ja? Lasst uns auch noch was übrig. Ihr wollt was verschicken, dann fahrt bei Uldik. Okay. Braucht ihr eine Kutsche? 10 Millionen für einen Zweispänner ins Kristalldominium. Nicht verhandelbar. Oh, darum geht es nicht. Dann einen schönen Tag. Warte! Geh noch nicht, ey! Die gehören zu mir. Das ist doch nicht zu fassen. Götz! Was machst du denn hier in Bocklad? Du bist wohl nicht im Auftrag von Charon hier. Nein. Erzähl schon, in was für Schwierigkeiten steckst du dieses Mal? Mein Händlerpass wurde geklaut. Von einem Kind. Und das dir? Dabei bist du so groß wie ein Morbol. Also wirklich. Götz sagte, du kennst dich auf den Märkten aus. Hast du vielleicht eine Vermutung, welches Kind das getan hat? Wir wollen niemanden bestrafen. Aber wir brauchen den Pass. Danach ziehen wir sofort weiter. Verstehe. Ihr beide habt also auch keinen Händlerpass dabei. Als Händler geht ihr sowieso nicht durch. Aber deswegen seid ihr ja zu mir gekommen, richtig? Also, ich bin nicht sicher, wer euren Pass hat. Aber ich kann mir denken, warum er gestohlen wurde. Lasst mich erklären. Seitdem das Heer das Dominium belagert, wird sehr genau darauf geachtet, dass der Handelsverkehr dem Feind nicht mehr zugute kommt als uns selbst. Das ist der Grund dafür, warum Händlerpässe, die die Reise früher nur etwas einfacher gemacht hatten, jetzt für alle Grenzübertritte zwingend notwendig sind. Und da man sie nicht so leicht bekommt, sind sie jetzt heiß begehrt. So sehr, dass einige Leute auch zu illegalen Methoden greifen. Also stehlen Kinder diese Pässe, um sie unter der Hand zu verkaufen? Ja und nein. Die Pässe sind auf die Namen der Besitzer ausgestellt. Aber bisher ist nicht ein Name eines Bestohlenen in der Liste der Grenzüberquerer aufgetaucht. Das heißt? Dass irgendjemand die Namen in den Pässen ändert. Dieser Unbekannte hat auch die Kinder zu den Diebstählen angestiftet. Und dieserjenige ist jetzt wahrscheinlich auch in Besitz von Götz Pass. Toll. Eins ist sicher. Hier werden die Existenzen redlicher Händler zerstört. Deswegen haben wir beschlossen, uns zu wehren. Helft ihr uns dabei? Ihr wollt euren Pass zurück. Und wir wollen, dass nicht noch mehr gestohlen werden. Findet die wahren Übeltäter und schlagt dabei gleich zwei Fliegen mit einer Klappe.
Sag mal, gibt es einen anderen Weg ins Dominium zu kommen, Götz? Nein, außer mit der Karawane kommt ihr nicht rein. Ansonsten weiß nicht. Vielleicht könnt ihr rüberschwimmen? Aber die Wachen erwischen euch garantiert, wenn ihr sowas versucht. Genau das, was wir nicht wollen, oder? Also entweder wir finden die Drahtzieher, oder wir kommen nicht ins Dominium hinein. Na gut. Wir helfen. Herzlichen Dank. Ich sollte mich vorstellen. Eloise, sehr erfreut. Clive. Auf gute Zusammenarbeit, Clive. Du hast einen guten Zirkel von Eloise erhalten. Der Tischlermeister am Stand im Zentrum des Marktplatzes organisiert die Suche. Trag das, dann gibt er euch Auskunft. Ich schlage vor, dass ihr zuerst mit ihm sprecht. Der Tischler also. Verstanden. Sehr schön. Spricht mit dem Tischler. Gelegenheit macht Diebe. Okay, Leute, dann würde ich sagen, die Quest mache ich beim nächsten Mal. Haben wir ja noch eine kleine Unterquest. Okay, ich bin gespannt, wie sie wird. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder am Start und dass wir dann den letzten Kristall gemeinsam killen. Also, weil ich es verstanden habe, ist es nämlich der letzte. Mal gucken. Wir sehen uns. Bis dann, haut rein, euer Paris. Euer Paris, ciao. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.